Hallöchen, ihr wunderschönen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider. Und, achso, ja. Nein. Geh weg. Nein, fette Taste. Falsche Waffe. Tja. Jetzt soll das funktionieren. Etwas blockiert das hier. Was ist es denn? Ups. Ach, come on. Irgendetwas blockiert den Mechanismus. So, sollte jetzt funktionieren. Das war's. Ich muss das Ding selbst drehen. Ich frage jetzt nur, was hat uns das gebracht? Ich muss das hier immer noch drehen und was ist hier drin? Ah, ein Relikt. Okay, cool. Dieser Rosenkranz ist ein reich verziertes Exemplar der birgittinischen Variante und hat 6 anstatt der üblichen 5 Gesetze. Da ist irgendetwas eingraviert. Ach da! So, Lara, und wie möchtest du das jetzt am besten wieder lesen? So, so. Ich weiß nicht, was ich mal tun soll, damit sie das endlich mal liest. Das ist immer so kompliziert. Das ist das Einzige, was mich in diesem Spiel so ein wenig aufregt. Das hier, diese komischen versteckten Hinweise zu finden. Gerade wenn sie nichts macht. Guck mal da, Lara, da steht doch was. Ich drehe da jedes Mal durch, wirklich. Könntest du das jetzt mal ein bisschen lesen? Sonst ignoriere ich es einfach und dann war's das. Ich kann ja auch nicht weiter ranzoomen. Ich kann zwar ziemlich weit wegzoomen. Ach komm, ich lasse es jetzt einfach. Ja, jetzt zum bisschen zu doof. Muss ich das jetzt eigentlich noch weiter drehen oder? So, ich hab's drehen. Sollen wir noch da drüben kommen? Ja. Bisschen Wasser noch irgendwas? Ne, noch ein paar Alten. Muss ich das jetzt auf gut Glück weiter drehen? Muss man das vielleicht wieder abschneiden? Durchschneiden. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Vielleicht ist das doch nicht das Rätselslösung. So kann ich sowas nie. Könnt ihr mir mal so einen kleinen Tipp geben, was ich machen soll? Muss ich jetzt doch irgendwie hochklettern? Durchschwimmen.
Das war's nicht so? Komm nicht mehr runter. Mit uns. Undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Conquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Ich muss irgendwie darüber. Kriegen wir hin, Nara. Und diesmal auch ohne dich zu töten. Das ist auch nicht. Dass ich da aufsteige. Muss ich irgendwie noch ein bisschen weiter runter. Kann der nicht gerade springen? Ich muss irgendwie darüber. Ich kann auch mal wirklich jetzt sagen, das sind so wenig Sprung, aber. Dann nochmal die Kletteraxt werfen. Ganz kurz mal schauen. Ich muss irgendwie darüber. Ja, na, das will ich jetzt verstanden. Ich muss mal ordentlich springen, dann wäre es bestimmt nichts drücken. Ich glaube, da schneide ich mir wieder schon zusammen, damit das jetzt nicht ganz so lange ist. Oh, wow, geht doch. Na, vielleicht so. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Mhm. Wieso habe ich darauf nun so gar keine Lust? Ich muss nach unten. Was für ein Anblick. Ja.
Was ist hinter der Tür? Musst du halt einfach reinfallen. Wer ist denn, wenn du mich mal vormachen würdest? Das ist bestimmt wieder massenhaft Sachen zu sehen. Und ich hasse es, wenn das Dunkel so nicht sehe. Nee, da kommt es auch nicht durch. Okay. Okay, hier kommt nicht so wirklich rum. Hier könnte die Schatulle sein. Meinst du? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich bei diesen komischen kleinen Viechern bewacht wird. Und ich glaube, diese drüben Köpfe sind so irgendwie. Okay, jetzt warte, wir müssen was runterziehen, ganz kurz. Fließendes Wasser an dem Rad. Und erschreck mich nicht so, du Drecksvieh. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Was bin ich denn jetzt voll? Ich brauche fließendes Wasser an dem. Oh Gott, ja, lass das los. Ups. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, wir kriegen das hin. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Die sind alle länger. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich weiß, dass du das brauchst. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, wenn du mir sagst, wie, mache ich das. Ach, muss ich das da kaputt machen? Warte mal. Jetzt kann ich das hier vielleicht ein bisschen weiter stellen. Thank you.
irgendwie das Rad. Ach so, das Rad, okay. Kann ich das hier irgendwie wegdrehen? Wie drehe ich das jetzt am besten? Ich habe so gar keinen Bock auf den Kampf dann gegen diese Viecher. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich weiß, dass ich das Wasser irgendwie da drunter kriegen soll. Die Frage ist nur, wie. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wenn du das noch einmal sagst, dann streich. Oh, warte mal, hier oben ist ja noch was. Aber wie komme ich da drin? Weil da ist irgendwas blockiert. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wie komme ich denn an das Ding hier oben dran, dass ich mich dort langhangeln kann? Ja, ich bin verwirrt. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Mein Plan ist es, dort drüber zu hangeln und dann dort irgendwie. Ja. Dinger zu machen halt. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Komm ich hier irgendwo noch lang? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich muss das damit ich da rankomme. Ah. Ich weiß, was ich machen muss. Wo kommen diese Viecher mal her? Die kommen irgendwie mal aus dem Nichts rausgekrabbelt. Ich freue mich drauf. Okay. Und wo denn? Oh, wo ist denn dort? Fließendes Wasser an dem ja, Rad. Ja, das ist wunderschön. Ah, ich kann jetzt hier einfach wieder rüber. Okay. Das ist ja praktisch. Ich brauche fließendes Wasser an dem ja, Rad. Das weiß ich. Ups. Das muss ich irgendwie. Achso, dann muss das Ding dort aber wieder weggedreht werden, denke ich mal. C? Ich denke schon, dass ich das Ding brauche. Brauche ich dann doch wieder noch das andere? Wie genau muss ich das denn tun, damit das funktioniert? Kann ich sie nur töten?
Nee, jetzt auch mal ganz im Ernst. Wie kriegt man das denn hin? Das muss ja irgendwie gehen. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ach so, hier unten. Das noch? Nee, welches denn jetzt so? Das kann man machen. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, gut. Aber ich glaube, ich verabschiede mich jetzt erstmal an dieser Stelle von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Shadow of the Tomb Raider wieder. Hattest du dann einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.